Oh, okay. Und wo sind die jetzt? Okay, die sind freigeschaltet und in meinem Inventar. Wow! 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 Hey Leute, was geht? Baby René hier und zwar zurück in der Stadt. Ich war nämlich für ein paar Tage auf Klassenfahrt. Und deswegen war ich zwischendurch nicht hier, deswegen habe ich auch eine Weile nichts mit Baby Claudio gemacht. Aber jetzt bin ich hier zurück, aber ich glaube, jetzt gerade ist hier niemand in der Stadt oder hier in der Nachbarschaft, den ich kenne. Nee, ich schaue mich immer um. Ein paar Häuser kommen mir bekannt vor, aber die gehören immer Leuten, die ich nicht kenne. Also kein Baby Claudio, kein Mama Dania, kein Baby Khan. Aber das ist auch vielleicht ganz gut so, weil vielleicht habt ihr das ja gesehen, Baby Claudio hat ja sich ganz schön viele Sachen gekauft bei dem Cyber Sale, der jetzt aktuell bei Roblox ist. Und der hat da ganz schön übertrieben, oder? Also Leute, sag mal ehrlich, irgendwie weiß ich gar nicht, wo der an so viel Geld gekommen ist, dass er sich da alles gekauft hat, weil er sonst immer kein Geld hat. Vielleicht hat er einfach immer nur so getan, als hätte der kein Geld, damit er mir nichts ausgeben muss. Weil bisher habe ich immer die Pützen ausgegeben, wenn ich hier mich richtig erinnere. Aber der hat das ja getan, damit er sagen kann, dass er dann ein bisschen mehr hat als ich. Aber Leute, ganz ehrlich, ich glaube, dass er ein bisschen schief gewickelt, weil... Das können wir natürlich ganz genauso machen. Habe ich mir zumindest heute vorgenommen. Also, wir schauen uns mal an, was es jetzt hier so bei dem Cyber Sale gibt. Also, es gibt hier einmal die Möglichkeit, zum Tiershop zu fahren. Oh, jetzt werde ich mitgenommen. Geht wohl nichts mit dem Cyber Sale. Okay, was macht ihr jetzt mit mir? Nichts, scheinbar. Naja, vielleicht ist es ja eine Zuschauerin. Also, falls du das siehst, viele Grüße auf jeden Fall. Die schreibt gerade OMG. Wir wollten uns ja aber eigentlich den Cyber Sale anschauen. Und das können wir auch, während ich hier auf dem Arm liege. Das ist vielleicht sogar noch bequemer. Also, wir haben hier auf jeden Fall diesen Robodog. Ich glaube, das ist so das Highlight von dem Cyber Sale. Und das ist fast alles ziemlich stark reduziert. Teilweise sogar mehr als die Hälfte. Das ist auf jeden Fall schon krass. Und ich glaube, wir fangen erstmal an mit dieser Disco-Kugel. Ich glaube, die hat Baby Claudio auch sich gekauft. Also, da müssen wir das natürlich gleich mitmachen. Das kann ja nicht sein, dass er das hat und ich nicht. Und wenn wir jetzt hier schon gerade eine Besucherin haben, dann testen wir die auch auf jeden Fall mal direkt. Oh! Krass! Ja, macht Spaß, die Disco-Kugel. Okay, und Jade scheint es scheinbar auch zu gefallen. Die tanzt auf jeden Fall mit. Ich weiß gar nicht, ob man das automatisch macht. Ich glaube schon. Aber die scheint damit auch nicht aufzuhören. Und, okay, das ist tatsächlich eine Zuschauerin. Dann definitiv auf jeden Fall viele Grüße an dich, wenn du das siehst. Und wir tanzen jetzt hier erstmal noch ein bisschen weiter auf dem Arm. Aber wir waren natürlich jetzt noch nicht fertig mit dem gesamten Cybercell-Kauf. Denn da geht's noch weiter hier, genau. Dann gehen wir jetzt hier mal in mein Zimmer und können da dann so ein bisschen weiterschauen. Oh, ich schlafe jetzt erstmal, wie es scheint. Aber auch im Schlaf, im Bett, kann ich mir natürlich ein bisschen noch anschauen, was es hier so gibt. Also, wir haben hier... eine Piratenverkleidung, aber darauf stehe ich ehrlich gesagt nicht so. Hotdogs verkaufen, das ist vielleicht eine gute Sache. Ich glaube, ich verkaufe da zwar keine, weil die esse ich dann alle weg. Aber wir kaufen die jetzt natürlich trotzdem. Okay. Ah, und da ist er ja schon. So, wie kann ich den jetzt hier hinstellen? Hui. Da ist jetzt also mein Hotdog-Stand. Okay, das kann ich also auch wieder einpacken, wenn ich möchte. Und der ist hier unser Spielzeug versammelt. Gut zu wissen. Die Jade, die soll natürlich nichts für den Hotdog bezahlen müssen. Die darf den natürlich gratis haben. Und das heißt, da kann man sich jetzt immer was nehmen. Kann ich das eigentlich auch? Wenn nicht. Ne, ich kann das teilweise nur, scheinbar nur verwalten und konfigurieren. Das ist ein bisschen unfair, dass ich da selber keine Hotdogs kaufen darf. Aber na gut, wir schauen mal weiter. Also, es gab da ja noch ganz viele andere Sachen. Nämlich. Okay, das Tier und das Tier, das gibt's. Okay, also diese Mermaid-Menschen, die hat Baby Claudio auch gekauft. Da könnt ihr jetzt euch schon denken, wie ich das sehe. Da muss ich ja eigentlich mitziehen, oder Leute? Ja, müssen wir machen. Müssen wir auf jeden Fall machen, gerade wenn die zu 75% reduziert ist. Da gibt es eigentlich nur eine Wahl. Und zwar, die zu kaufen. So, das heißt, wir schauen jetzt mal nach. Mein Haus wurde aufgewertet. Das sieht gut aus. Okay, wir sind jetzt leider rausgeflogen. Sorry auf jeden Fall dafür, dass du nicht weiter im Haus sein konntest. Aber... das Haus ist, glaube ich, ein ganz guter Ersatz. Müssen wir uns das erstmal anschauen. Oh, krass. Also ich habe das ja schon bei Baby Claudio einmal ganz kurz gesehen. Ich gebe zu, ich habe das bei ihm ein bisschen angeschaut. Aber das sieht in echt nochmal viel krasser aus. Vor allem denkt man gar nicht, dass das so groß ist. Von außen sieht das so aus, als wäre das so ein Mini-Raum. Aber das ist ja riesig. Und vor allem gibt es hier Brot. Das ist das Wichtigste. Also zu essen habe ich hier auf jeden Fall genug. Nur warum ist das hier so verstreut auf dem Boden? Das weiß ich jetzt noch nicht. Aber... sieht auf jeden Fall echt krass aus hier.
Und eine Küche gibt es hier also auch. Und hier geht's noch weiter. Was kommt denn da noch? Eigentlich bräuchte ich hier schon ein Auto drin, um hier mal mich hier zurechtzufinden. Krass, wie groß das ist, Leute. Ich glaube, wenn Baby Claudio und ich das beide jetzt haben, das Haus, dann müssen wir eigentlich einen Wettbewerb machen, wer das schöner einrichten kann. Also wir wissen natürlich, wer der Gewinner sein wird, ist klar. Da habe ich natürlich den deutlich besseren Geschmack. Aber das wäre trotzdem, glaube ich, eine interessante Challenge, wenn wir mal schauen, wer das Haus schöner einrichten kann. Weil dann haben wir natürlich den direkten Vergleich. Aber das Wichtigste ist natürlich immer noch dieser Pool. Von wie tief der ist. So einen tiefen Pool hatte ich bisher auch noch nicht gehabt. Und ihr wisst, ich bin eigentlich schon ein sehr großer Pool-Freak. Aber so einen tiefen Pool, das kann sich schon echt sehen lassen. Okay, ich glaube, das war bisher auch echt die beste Anschaffung vom Cybercell. Aber wir machen natürlich immer noch weiter. Wir sind natürlich noch nicht fertig. Es fühlt sich schon echt gut an, mal einfach alles kaufen zu können, ohne dass man sich Sorgen machen muss. Also, wir haben hier natürlich noch ein paar Sachen, die Baby Claudio auch gekauft hat. Aber drei legendäre Superautos ist natürlich schon ein guter Preis. Aber wir schauen nochmal weiter. Das kostet 14 Bucks. Da sagen wir natürlich nicht nein. Das gibt es allerdings auch schon so ein bisschen länger, glaube ich. Ich glaube, das ist nicht mehr ganz aktuell. Aber heißt natürlich nicht, dass das nicht trotzdem cool ist. Ja, ist auf jeden Fall cool. Doch. Da sieht man aber häufiger Leute mit rumzufahren. Also das ist jetzt nicht das eine ganz seltene Sache. Und wir schauen wieder weiter. Also den Cerberus, den haben wir ja schon. Und der ist auch nicht reduziert. Das würde sich jetzt nicht so lohnen, den zu kaufen. So, das haben wir schon gekauft. Den Hotdog-Stand haben wir auch schon gekauft. Also offensichtlich haben wir auch schon relativ viele Sachen hier am Start. Das, okay, das ist sehr stark reduziert, aber ist jetzt nicht ganz so mein Geschmack. Ich hoffe, das könnt ihr verstehen. Aber ich glaube, diesen Gleiter, den gönnen wir uns nochmal. Weil der könnte auch, glaube ich, auch echt cool sein. Den muss ich jetzt auf jeden Fall direkt ausprobieren. Da bin ich jetzt echt gespannt. Oh, krass. Okay, wie kann ich den jetzt benutzen? Hui, krass. Ciao. Tut mir jetzt voll leid. Oh, die wollen ein Foto machen. Da komme ich natürlich nochmal nach unten. So, wir haben jetzt noch kurz ein Foto gemacht mit den Zuschauerinnen, aber jetzt wird auf jeden Fall erstmal geflogen, weil das Ding ist schon echt cool. Und ich glaube, das hat Baby Claudio auch nicht gehabt, oder? Jetzt habe ich auch endlich mal eine Sache, die er nicht gekauft hat. Vielleicht war bei ihm das Geld alle, aber bei mir auf jeden Fall zum Glück noch nicht. Das ist jetzt zwar nicht ganz so schnell, aber dafür kommt mir ja echt überall hin. Und ich glaube, das geht immer noch schneller, als wenn ich den Stab nehme, mit dem man hochfliegen kann. Ja, ist auf jeden Fall, also wie gesagt, nicht ganz so schnell. Aber auf jeden Fall trotzdem eine coole Sache. Okay, oh, da bin ich ein bisschen zu schnell wieder runtergesprungen. Das tut müssen wir, aber ich lebe noch auf jeden Fall. Okay, und wir schauen nochmal ein bisschen weiter. Ich würde sagen, die meisten Sachen haben wir jetzt da gekauft. Ich glaube, so manche Sachen gibt es da auch, die man jetzt nicht unbedingt kaufen muss. Also ganz ehrlich, diese legendären Superautos, die sind von 1000 Bucks auf 200 Bucks reduziert. Also, ich würde hier eigentlich auch gerne mal jetzt ein bisschen sparen, aber da kann man nicht sparen. Nein, das geht nicht. Okay, und wo sind die jetzt? Okay, die sind freigeschaltet und in meinem Inventar. Wow, krass. Oh, das ist ein bisschen sehr schnell für mich. So, jetzt habe ich hier aber mal genug Platz, um zu fahren. Boah, krass, die sind ja viel schneller als die anderen. Das hätte ich gar nicht gedacht. Ich hätte eigentlich gedacht, dass die alle gleich schnell sind. Aber die sind ja nochmal viel schneller. War ich jetzt einfach nur so blöd und wusste das nicht, oder? Auf jeden Fall, okay, das ist schon echt krass. Die müssen wir jetzt aber alle mal ausprobieren. Die sind wahrscheinlich alle gleich schnell, oder? Ja, ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen langsamer. Kann das sein? Oder kommt mir das nur so vor? Ja, ich glaube, das ist ein bisschen langsamer. Also das nehme ich nicht mehr so. Aber das sieht doch krass aus. Das ist bestimmt auch schnell. Ja, das geht ab. Oh, was geht denn hier für eine Party? Ja, auf jeden Fall, das gefällt mir, das Auto. Eigentlich gefallen mir alle drei. Wow, man muss nur echt aufpassen, dass man da keinen Crash baut. Okay, also, ups. Also, da ist ja Mama dann, ja? Da kann ich eigentlich auch direkt mal... Jetzt wurde ich krank gemacht. Aber die darf natürlich trotzdem hier mitfahren. Eigentlich sollte Mama, kann Mama dann ja mal rauskommen. Dann kann die direkt meinen neuen Schlitten sehen. Aber wir schauen noch ein bisschen weiter. Ich glaube, so langsam haben wir eigentlich alle coolen Sachen da gekauft. Also das Haus hier zum Beispiel, das ist gar nicht so stark reduziert. Also das kaufen wir jetzt nicht. Den Limonadenstand brauchen wir auch nicht unbedingt. Eiscreme brauchen wir auch nicht. Die Partykugel haben wir schon. Was könnten wir denn noch so kaufen? Also wir brauchen, glaube ich, noch ein Highlight, würde ich sagen. Eine Sache, die richtig, richtig cool ist und die wir noch kaufen müssen. Und ich glaube,
Da weiß ich, was da in Frage kommt, nämlich dieser Robodog. Ich glaube, das ist auch der, der so ein bisschen unter dem Motto vom Cybercell steht. Und der kostet 300 Bucks. Ist natürlich schon viel, aber ich glaube, so ein Robodog, da lohnt sich das schon, den zu kaufen. Und das ist dann natürlich jetzt so zum Ende das große Highlight. Also ich glaube, der... Ah, da ist er ja schon. Der will scheinbar auch mit dem Auto mitfahren. Cool auf jeden Fall. Ja, dem gefällt sich scheinbar mal einen neuen Sportwagen. Leute, das ist doch ein gutes Team, oder? Der Robodog und ich, also... Uiuiuiui. Der gefällt mir auf jeden Fall. Von die Ohren von dem. Ja, da sieht man, das ist ein Robodog und kein normaler Dog. Wir packen jetzt das Auto mal wieder ein, damit ich mir den nochmal anschauen kann. Okay, sieht schon echt interessant aus. Kann der denn irgendwelche Tricks? Nee, wahrscheinlich noch nicht. Die muss ich dem wahrscheinlich noch beibringen. Fliegen kann ich den jetzt auch noch nicht, natürlich. Aber ich gebe ihm jetzt erstmal ein Butterbrot. Mal schauen, ob der das ist. Ja, der ist das. Ja, also, der Robodog war auf jeden Fall ein cooler Abschluss von dem heutigen Tag. Also, eigentlich könnte jeder Tag so sein. Einfach den ganzen Tag nur Sachen kaufen. Macht schon Spaß, aber das war natürlich jetzt auch nur, weil die Sachen reduziert waren. Ich glaube, ab morgen werde ich wieder ein bisschen sparen, weil, naja, man sollte ja auch nicht nur die ganze Zeit Sachen kaufen. Also, man sollte ja ab und zu auch mal mit den Sachen zufrieden sein, die man hat. Und ab morgen würde ich sagen, ist auch das wieder angesagt. Aber ich hoffe, euch hat es trotzdem auf jeden Fall gefallen heute bei dem Video. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr am coolsten fandet von den Sachen, die wir hier gekauft haben. Also, wir gehen nochmal ganz kurz durch. Wir haben hier unseren Robodog. Wir haben hier den Hängegleiter, die Disco-Kugel, den Hotdog-Stand und die Sportwagen. Ich glaube, ich habe nichts vergessen, oder? Nee, ich glaube, das waren alle Sachen. Also ich muss sagen, ich fand, glaube ich... Ja, also Haustiere sind schon am besten, oder? Ich glaube, ich fand den Robodog schon am besten. Aber mich hat auf jeden Fall alles echt gut gefallen. Und das Haus natürlich. Das darf man nicht vergessen. Das Haus gab es natürlich auch noch. Und darauf freue ich mich auch echt aufs Einrichten. Also schreibt gerne in die Kommentare, was ihr hier am besten fandet von den Sachen, die wir gekauft haben. Lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.